Thank you very much. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Dr. Brian Hooker aus Kalifornien. Das ist spannend. Wir sprechen um den halben Globus herum. Bei Ihnen ist es Vormittag, hier ist es Nachmittag. Daher herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Brian. Ich bin gerne bei Ihnen in der Sendung und ich freue mich auf unser Gespräch. Wir haben viel zu besprechen. Absolutely. Just to give the audience a brief impression. Auf jeden Fall. Nur um dem Publikum einen kurzen Eindruck von Ihrem Hintergrund zu geben, möchte ich erläutern, dass ich aus zwei Gründen gerne mit Ihnen sprechen möchte. Erstens sind Sie Wissenschaftler und haben viele Arbeiten und Studien über die Sicherheit von Impfstoffen, aber auch zu Themen wie Virulenz von bestimmten Krankheitserregern publiziert, was natürlich sehr relevant ist für das, was aktuell um uns herum geschieht. Which of course is very, very relevant to what is happening around us this time. Sie sind auch Teil des Teams, das in dem Dokumentarfilm Vaxxed mitgewirkt hat, den ich mit großer Bewunderung, aber auch mit großer Traurigkeit über die Geschichten gesehen habe, die in diesem Film dokumentiert sind. Den Film und die Hintergründe kennen hier in Deutschland nicht viele Menschen, weil es ein Thema ist, das in einer sehr groben Schwarz-Weiß-Malerei dargestellt wird. Also Impfgegner gegen Impfbefürworter oder Verschwörungstheoretiker gegen die aufgeklärte moderne Gesellschaft, was natürlich eine sehr fehlerhafte Beschreibung ist. Umso mehr freut es mich, die Gelegenheit zu bekommen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Aber Mr. Hooker, Brian, würden Sie uns bitte ein wenig zu Ihrem Hintergrund darüber erzählen, was Sie auf diesen Weg gebracht hat? Inaccurate description. So therefore, I'm very happy to be getting the opportunity to talk to you about this. But Mr. Hooker, would you please, Brian, would you please give us some background on what you do in sciences, where you come from? Sure. My background and training is in. Sicher. Ich komme aus der Biochemie. Ich habe einen Doktor in Verfahrenstechnik der Biochemie. Das ist eine Disziplin, die aus biologischen Wissenschaften, Chemie, Biochemie und dann auch aus technischen Prinzipien besteht, also eine Menge numerischer Prinzipien und auch eine Menge Statistik. Ich bin vor rund 30 Jahren an der Washington State University promoviert worden und habe größtenteils im Hochschulbereich gearbeitet und auch in einem Labor des Energieministeriums der Vereinigten Staaten. Ich habe also Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Gentechnik und Molekulargenetik. Mein Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren im Bereich der Impfstoffsicherheit und der Informationen für Menschen, die sich über Impfstoffe informieren möchten. Genetic engineering and molecular genetics and have settled, because of my involvement in the vaccine safety movement and the vaccine hesitancy movement, have settled into medical epidemiology. I'm not formally trained as an epidemiologist, but I've published about 15 different scientific papers in the field of medical epidemiology. Ich bin persönlich betroffen. Ich habe einen impfgeschädigten Sohn, der jetzt 22 Jahre alt ist und immer noch schwerwiegende Behinderung hat aufgrund seiner Impfverletzung. Aus diesem Grund habe ich mich dem Verständnis der Sicherheit von Impfstoffen, Nebenwirkungen und den gesundheitlichen Auswirkungen von Impfungen verschrieben. In der aktuellen Situation hat das natürlich auch die Beschäftigung mit SARS-CoV-2 und den Covid-Impfstoffen nach sich gezogen, die jetzt auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Wenn ich Sie also direkt fragen darf, Sie sind Wissenschaftler. Sie sprechen von Ihrem Sohn, der durch eine Impfung geschädigt wurde. Ist Ihr Sohn damals gegen Ihren Willen geimpft worden? Waren Sie schon immer jemand, der Impfungen gegenüber zögerlich war? Oder was war Ihre anfängliche Haltung gegenüber Impfungen? Nun, ich komme aus einer Familie, die im öffentlichen Gesundheitswesen tätig war.
Meine Mutter war zuständig für die Disposition und Distribution aller Impfungen in einem der großen Landkreise im Süden Kaliforniens in der Gegend von Los Angeles. Als ich aufwuchs, dachte ich, dass Impfstoffe das Beste sind seit der Erfindung des Buchdrucks. Ich hatte noch nie von einer Nebenwirkung gehört. Ich wusste nicht, dass so etwas passiert. Als es dann 1998 oder 1999 nach der Geburt unseres Sohnes an der Zeit war, ihn zu impfen, war ich ziemlich offen. Meine Frau war eher diejenige, die zögerte und diejenige, die Fragen stellte. Ich war derjenige, der sie beruhigte und sagte, das ist sicher, das ist okay. Als mein Sohn im Alter von 15 Monaten zur Vorsorgeuntersuchung und Impfung kam, erhielt er 3 Impfungen einschließlich eines Lebendvirus-Impfstoffs. Das geschah, obwohl er an diesem Tag eine aktive Ohrenentzündung hatte. Er hatte eine sehr schwere Reaktion und eine steilen kognitiven Rückentwicklung seither. Verstehen Sie, das war ein Wendepunkt für mich. Es war so krass, es war so offensichtlich, was passiert war, dass ich eine Kehrtwende nachmachte. Ich begann damals tatsächlich ernsthaft die Sicherheit von Impfstoffen in Frage zu stellen und irgendwie alles in Frage zu stellen, was ich bis dahin gelernt hatte. Er ist seither nicht mehr geimpft worden. Er ist nicht gegen meinen Willen oder den Willen meiner Frau geimpft worden. Zum Glück. Ich weiß wirklich nicht, was passieren würde. Er hatte eine so schwere Reaktion. He has not been vaccinated since then. And, you know, has not been vaccinated against my will or my wife's will. Fortunately, you know, I really don't know what would happen. He had such a severe reaction. So it is then time to really encourage people. Danke. Ich glaube, es ist an der Zeit, alle, die dieses Interview sehen, wirklich zu ermutigen, sich, sofern sie es noch nicht getan haben, den Film Vaxxed anzuschauen. Und auch die Fortsetzungen Vaxxed 2 und 1986 The Act, um den Hintergrund zu verstehen und weitere Informationen zu erhalten, die wir hier jetzt nicht im Detail besprechen können. Dennoch würde ich Sie trotzdem gerne fragen, Sie haben eine große Rolle dabei gespielt, dass die Dokumentation überhaupt zusammengestellt werden konnte. Sie standen in Kontakt mit einem leitenden Wissenschaftler des Centers for Disease Control and Prevention. Ist das richtig? Senior scientist at the Centers for Disease Control and Prevention. Is that right? That is correct. I was in contact. Das ist korrekt. Ich stand in privatem Kontakt mit Dr. William Thompson. Er war und ist immer noch leitender Epidemiologe bei der CDC. Damals war er zuständig für die Impfstoffsicherheit. Das ist er heute nicht mehr. Aber wir standen in engem Kontakt und hatten viele, viele Telefonate, tauschten Hunderten von E-Mails aus und er teilte mir privat über 10.000 Seiten an Dokumenten, die den Betrug und das wissenschaftliche Fehlverhalten bei der CDC dokumentierten. Dr. Thompson zeichnete mir wirklich ein Bild davon, wie die CDC Nebenwirkungen von Impfstoffen vertuscht und minimiert hatte. Insbesondere im Zusammenhang mit den Impfplänen für Kinder und auch mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus. Wir standen also über einen Zeitraum von etwa 9 Monaten in sehr engem Kontakt. Das, wovon Sie jetzt sprechen, ist 2010 oder 2012 gewesen? Es begann im November 2013 und schließlich wurde ich von den sehr wenigen Leuten, die von unserem Kontakt wussten und davon, was vor sich ging, ermutigt, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Ende August 2014 haben wir die Geschichte dann veröffentlicht. In diesem Zeitraum habe ich Informationen zusammengetragen, die Dr. Thompson mir privat zugänglich gemacht hatte. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber Sie hatten Kontakt mit demselben Dr. Thompson, obwohl es Ihnen vielleicht nicht bewusst gewesen sein mag, bereits 8 oder 10 Jahre zuvor, als Sie sich an die CDC mit Fragen gewandt hatten, nachdem Ihr Sohn Autismus entwickelt hatte. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Er war derselbe Dr. Thompson. Als ich anfing, die Sicherheit von Impfstoffen zu erforschen und als ich versuchte zu verstehen, was in Bezug auf die Autismus-Epidemie, die wir in den Vereinigten Staaten sahen, vor sich ging, wurde ich direkt an Dr. Thompson und einen seiner Mitarbeiter, Dr. David Shea, verwiesen.
Mit beiden hatte ich bereits damals 2001 und 2002 telefoniert und E-Mails ausgetauscht. Und wir tauschten ein paar E-Mails aus. Damals war Dr. Thompson sehr viel abweisender gegenüber meinen Bedenken. Er gab mir damals das Gefühl, ihm lästig zu sein. So lästig, dass die CDC 2004 jeglichen Kontakt zu mir abbrach und ich einzig über das Informationsfreiheitsgesetz weitere Informationen und Daten von der CDC anfordern konnte. Es war also wirklich spannend und irgendwie schockierend, dass ich im November 2013 aus heiterem Himmel einen Anruf von William Thompson bekam. Through the United States Freedom of Information Act, that was the only way that I could get information and data from the CDC. And so, you know, it was really interesting and, you know, kind of shocking that in November of 2013, I just get a phone call out of the blue from William Thompson. So it was him. Er kontaktierte also Sie und nicht umgekehrt? That is correct. He contacted me out of the blue. Das ist korrekt. Er kontaktierte mich aus heiterem Himmel. Nach all den Jahren hatte ich immer noch dieselbe Handynummer, meine Nummer hatte sich nicht geändert. Ich saß an meinem Schreibtisch in meinem Büro, als eines Tages mein Telefon klingelt und Dr. Thompson dran war. Es steht uns nicht zu, die Psychologie von Dr. Thompson zu erörtern, aber ich habe gelesen, dass er versucht habe, etwas wiedergutzumachen, was er als eine Art Ungerechtigkeit Ihnen gegenüber erkannt hatte. Wäre das eine präzise Beschreibung? In contacting you was trying to ameliorate or make up for something he had come to realize as sort of an injustice to you. Would this be a precise description? That is correct. He was. Das ist korrekt. Er warnte mich vor dem Betrug, der in der CDC begangen wurde, vor allem im Zusammenhang mit dem Mumps-Masern-Röteln-Impfstoff und seiner Relevanz für die Autismus-Epidemie, sowie mit dem Thiomersal-haltigen Impfstoffen. Thiomersal ist ein quecksilberhaltiger Konservierungsstoff, der in vielen Impfstoffen enthalten war, als mein Sohn geimpft wurde. Thiomersal wurde schrittweise ersetzt, ist aber immer noch in der Grippeimpfung enthalten, die in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Ich stimme Ihnen zu, ich möchte nicht unbedingt in die Psychologie dessen einsteigen, was Dr. Thompson antreibt. Aber es schien mir doch, als ob er sühnen wollte für Sünden der Vergangenheit und ein sehr, sehr schweres Unrecht wiedergutmachen wollte. Insofern halte ich ihn für einen Helden, weil er sich offenbart hat und diese Dokumente enthüllt hat. Dokumente, von denen er letztendlich wissen musste, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen würden. And showing these documents, and ultimately he knew these documents would be shared with the public. Right. So again, this is all. Das verstehe ich. Daher also noch einmal: Dies alles ist im Film Vaxxed dokumentiert und dem darauf aufbauen mit sehr bewegenden persönlichen Geschichten erzählten Film Vaxxed 2 und dem dritten Teil 1986 The Act, der die Politik all dessen meiner Meinung nach sehr präzise beschreibt und der erst kürzlich erschien. Auch dieser Film, denke ich, ist ein Werk von Dr. Andrew Wakefield. Stimmt es? Ja, das ist richtig. Ich habe ein wenig bei 1986 mitgeholfen, wissen Sie, bei der Faktenüberprüfung und auch bei einer Reihe von Interviews mit Dr. Wakefield. Meiner Meinung nach hat Dr. Wakefield eine meisterhafte Arbeit geleistet, um die Probleme und die Politik rund um den National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 zu erklären. Und ich bin wirklich dankbar für seine Arbeit und dass er an dem Thema dranbleibt. Auch Brian Burroughs und Polly Tommy haben mit Vaxxed 2 nachgelegt. Denn die Geschichten, die in Vaxxed 2 erzählt werden, die ein viel breiteres Bild von Impfschäden aller Art zeigten, während Vaxxed sich sehr auf den Betrug konzentrierte, der von der CDC im Zusammenhang mit dem MMR-Impfstoff begangen wurde. Vaxxed 2 gibt Ihnen ein viel breiteres Bild von verschiedenen Arten von Schädigungen durch Impfstoffe jenseits von Autismus, jenseits von neurologischen Entwicklungsstörungen und bietet damit mehr Wissenstiefe durch diese wirklich, wirklich ergreifenden Geschichten, die Polly Tommy und Brian Burroughs aufgenommen haben, als sie auf der ursprünglichen Rundreise durch das Land im Vaxxed Tourbus waren. That Polly Tommy and Brian Burroughs captured while they were on the Vax tour.
Right. Now, fast forward. Machen wir einen Sprung in das Jahr 2020. Ich wurde von jemandem auf das Thema Vaxxed und Impfstoffsicherheit aufmerksam gemacht, der mich von meiner politischen Arbeit her kennt. Im Frühjahr 2020 wurde ich ein bisschen misstrauisch, um es milde auszudrücken, und zwar von dem Moment an, als es hieß, nur ein Covid-Impfstoff könne die Normalität zurückbringen, was natürlich ein sehr, sehr enger Blickwinkel ist, wenn man ein gewisses Verständnis für die Komplexität von Gesundheit und Immunsystem hat. Diese Person sagte dann, dass ich das Thema, was hier auf dem Spiel steht, nicht verstehen könne, ohne Vaxxed und die Vaxxed-Trilogie gesehen zu haben. Beziehungsweise es waren damals die zwei Vaxxed-Filme. Der dritte, 1986, kam später im Jahr 2020 heraus. Have some understanding of the complexities of health and immune system and stuff, but this person then said you cannot understand the issue, what is at stake here, without watching Vaxxed, the Vaxxed trilogy, or it was then the two movies. The other one came out later in the year 2020. Going to the COVID crisis, what is the relevance of science. Um damit auf die Covid-Krise zu sprechen zu kommen, was ist die Relevanz der wissenschaftlichen Realität, wie Sie sie wahrnehmen? Sie sind Teil einer Institution, die Wissenschaft lehrt und forscht. Was ist die besondere Relevanz und die Herausforderung, der sich die Wissenschaft heutzutage gegenüber sieht in Bezug auf die Covid-Krise? With regard to the COVID crisis. Well, it's very, very complex. Nun, das ist sehr komplex, aber eines der Dinge, die die Wissenschaftler tun, ist, wir betrachten Daten. Also, wir betrachten Informationen, die generiert werden. In mehreren Nationen, mehreren Organisationen, in zahlreichen Regierungsstellen, von der Weltgesundheitsorganisation abwärts. Unglücklicherweise sind viele dieser Daten politisch motiviert, sodass man nicht wirklich weiß, was davon zu halten ist. Daher muss man alles mit Vorsicht genießen. Wenn wir uns die verschiedenen Sterblichkeitsraten ansehen, wenn wir uns die verschiedenen Inzidenzraten ansehen, wenn wir uns die Infektiosität von Covid anschauen und jetzt die Mutanten, die im Umlauf sind, die eine höhere Infektiosität haben. Es gibt eine Menge an Daten, aber in der Wissenschaft und in der Statistik fragt man sich immer, sind das gute Daten, sind das schlechte Daten, kann ich auf der Basis allgemeingültige Schätzungen vornehmen oder komme ich auf diesem Weg in Probleme? Wir haben eine Menge Informationen gesehen. Ich habe verschiedene Forschungsergebnisse analysiert, die behaupten, dass die Grippeimpfung, der Grippeimpfstoff, vor der Infektion mit Covid schützen soll. Und ich habe mir verschiedene ökologische Studien angesehen, von denen einige eine abwärtsgerichtete Kurve zeigen, was die Sterblichkeit in Ländern mit hohem Impfschutz angeht, während andere eine aufwärtsgerichtete Kurve zeigten. Und es ist sehr, sehr schwierig zu erkennen, ob dies erstens gute Daten sind. Kann ich mich auf diese Informationen verlassen? Und zweitens, sind die Schlussfolgerungen, die gezogen werden, korrekt? Basieren sie auf soliden wissenschaftlichen Methoden? Und in vielen Fällen sieht man Dinge, die in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht werden, die einfach nicht dahin gehören. Are the inferences that are made correct? Are they based on sound scientific methods? And in a lot of instances, you see things that are published in scientific journals that just shouldn't be there. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die, wenn Sie ein Arzt oder ein Praktiker sind und Sie schauen sich die Informationen an und Sie lesen nur die Zusammenfassung der Studie, dann kann es eine trügerische Sache sein. Eben, weil es wirklich schlechte Wissenschaft ist, obwohl es doch in Fachzeitschriften mit angeblich Qualität garantierenden Peer-Review-Verfahren veröffentlicht wurde. Das war also schon eine Frustration, denke ich, in unserem Bemühen, diese ganze Krise zu bewältigen. Und dabei haben wir über die verschiedenen Varianten des Impfstoffs gegen Covid-19, die jetzt verfügbar sind und die sich noch in der klinischen Erprobungsphase befinden, noch gar nicht geredet. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine riesige Menge an Daten, die verstanden werden müssen, weil es letztendlich um den Schutz von Menschen geht. Right. What would you say to ordinary people? Welchen Rat würden Sie Menschen geben, denen klar ist, dass sie auf Hilfe angewiesen sind, weil sie wissen, dass sie sich nicht auskennen, die überfordert sind von dem, was vor sich geht?
Sie hören alle möglichen Aussagen, jene, die vor dem Virus waren, jene vor den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, weil sie natürlich auch Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Wenn diese Leute versuchen wollten, sich eine eigene Meinung zu bilden, was wäre ein Rat, den sie geben könnten? Ich spreche das Thema des Spezialisten an. Wir haben diesen Spezialisten, der ein Coronavirus-Spezialist ist, und besonders hier in Deutschland sind alle seit langer Zeit von diesem Spezialisten abhängig, der weltweit anerkannte Spezialist für Coronavirus. Ist ein Spezialist nötig, um die Risiken und Herausforderungen wissenschaftlicher Bewertung und politischer Entscheidungen zu verstehen? Does it take a specialist to understand the risks and challenges of scientific evaluations and policy decisions? No, it does not. Nein, man muss kein Spezialist sein. Ich ermutige die Menschen, die Studien selbst und ungefiltert zu lesen. Und ich ermutige die Menschen, die versuchen, die Wissenschaft direkt zu verstehen. Wenn Sie einen Fachaufsatz durchlesen, wenn Sie ein Dokument durchlesen, selbst wenn es sich nur um eine Nachricht handelt, schreiben Sie sich Fragen auf, die sich Ihnen stellen, und suchen Sie nach Antworten auf diese Fragen. Eine meiner Aufgaben hier an der Universität ist die Vermittlung von Wissenschaft. Manchmal unterrichte ich vor angehenden Wissenschaftlern, in anderen Fällen kommuniziere ich mit der allgemeinen Bevölkerung. Ich bin der Meinung, es geht jeden Menschen an, sich verantwortlich zu fühlen, ein eigenes Verständnis und eine eigene Logik in Bezug auf diese spezielle Krise, in der wir uns befinden, zu entwickeln. Ich halte es nicht für ratsam, sogenannten Experten blind zu vertrauen, sondern immer ein gesundes Maß an Skepsis zu haben und die Motivation jener Experten zu hinterfragen. Fragen Sie sich, welches Interesse hat dieser Experte? Warum sagt die Person, was sie sagt? Sind ihre Ziele so auf den Schutz von Menschen ausgerichtet wie für den Schutz unserer Kinder oder Familien? Manchmal ist das nicht so. Manchmal haben die Experten ein ganz anderes Interesse. Ich vertraue Experten eben nicht blind. Ich meine, dass alles, was wir hören, geprüft werden muss, und zwar durch gute wissenschaftliche Grundsätze. Wenn Sie keine Antworten auf die Fragen haben, dann bitte ich Sie, Wissenschaftler und Fachleute aufzusuchen und nach guten Antworten auf die Fragen zu verlangen. Es liegt an uns, zu entscheiden, was wir in unseren Körper tun oder spritzen lassen. Es ist an uns, zu entscheiden, ob wir eine Maske tragen oder nicht, ob wir uns nun gegen Covid-19 impfen lassen oder nicht. Wissen Sie, ich denke, dass es ein gewisses Maß an individueller Verantwortung gibt. Und wenn man anfängt, blind auf diese Experten zu hören, dann gibt man diese Verantwortung auf jeden Fall ab. Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auf eine sehr aktuelle Arbeit von Ihnen zu sprechen kommen, die sich auf das Problem von Covid-19 oder SARS-CoV-2 konzentriert, mit dem wir auch in Zukunft umgehen müssen. Es geht darin auch um Risiken von Maßnahmen zur Bekämpfung, auf die wir viel Wert legen. Das ist der Impfstoff. For the future. And also in the same way risks of mitigation measures which we are putting emphasis on, a lot of emphasis on, this is the vaccine, which you published in a recent paper. If it is a vaccine that does not... In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit dazu schreiben Sie, wenn es ein Impfstoff ist, der die Übertragung nicht stoppt, wonach es bei den aktuellen Impfstoffen von Covid-19 wahrscheinlich aussieht, dann könnte es sogar ein Risiko bei der Verwendung dieser Impfstoffe für einen Erreger geben, der ansonsten einen mehr oder weniger normalen Verlauf nehmen würde. Können Sie die Essenz Ihrer Arbeit in Ihren eigenen Worten beschreiben? Gerne. Meine Sorge ist dies. Wir wissen aus den Nachrichten und auch die Unternehmen haben das bestätigt, dass sie wirklich nicht wissen, ob die Impfstoffe Infektionen mit dem Virus verhindern. Sie wissen, dass es im Moment zwei Impfstoffe auf dem Markt gibt. Beide basieren auf der Messenger-RNA-Technologie
und man hat nicht untersucht, weiß also nicht, ob diese Impfstoffe die Übertragung des Virus verhindern. Wir wissen also nicht, ob wir mit einer Impfung Überträger schaffen, die asymptomatisch sind oder nur leichte Symptome haben, die Krankheit trotzdem verbreiten können. Wir wissen aus klinischen Studien, dass die Impfstoffe dazu tendierten, leichte Symptome zu unterdrücken. Aber auch hier wurde nicht getestet, ob dadurch asymptomatische oder leicht symptomatische Träger geschaffen werden, die weiterhin den Rest der Bevölkerung infizieren können. That could still infect the rest of the population. And so when that happens, wenn das passiert, dann spielt man tatsächlich mit der Evolution des Virus. Man verändert tatsächlich die Evolution des Virus. Normalerweise, ohne eine Impfung, wird ein Virus weniger schwerwiegend in Bezug auf den Schaden, den es einem Körper zufügt, nachdem es durch die Bevölkerung zirkuliert hat. Es wird auch ein höheres Maß an Infektiosität aufweisen, sodass mehr Menschen die Krankheit bekommen. Aber die Sterblichkeit der Krankheit wird niedriger und niedriger und niedriger. Der Grund dafür ist, dass das Covid-19-Virus überleben will. Nicht, dass es einen Willen hätte, aber im Sinne dessen, was wir natürliche Selektion nennen, gibt es keine Ausbreitung von Covid durch tote Menschen. Es wird durch Kontakt zwischen Lebenden übertragen. Dadurch werden auf natürliche Weise jene Mutationen ausgesondert, die sich in einer Bevölkerung ausbreiten, ohne den Tod zu verursachen. Das ist der natürliche Verlauf. Sie verursachen keine Mortalität, sondern werden nach und nach immer milder. The mutants of the virus, the types of the virus that will spread in living population, but do not cause death. Okay, so they don't cause mortality, and so they become less and less severe. That's the natural course. Now, if you start to... Wenn Sie nun anfangen, mit einem Impfstoff zu impfen, der die Übertragung nicht verhindert, dann erlauben Sie dem geimpften Individuen, sich tatsächlich mit schwereren Versionen des Virus zu infizieren und diese gewissermaßen zu kultivieren. Sie haben jedoch ein gewisses Maß an Immunität, auch wenn es nur eine Teilimmunität ist, sodass Sie nicht so viele Symptome bekommen und nicht am Virus sterben. Damit verbreiten Menschen, die dieses Virus überleben, welches normalerweise Menschen töten kann, jetzt dieses Virus. Verstehen Sie? Sie geben dem Virus keine Gelegenheit, zu etwas zu mutieren, was weniger pathogen, weniger morbide ist. Stattdessen kultivieren Sie dieses Virus, weil Sie eine Teilimmunität haben, sodass Sie nicht so krank werden und nicht sterben, während das Virus mit jeder Impfung mutiert, sodass es schwerwiegender wird und mehr Schäden anrichtet, und dann kommt es zu einer größeren Katastrophe. Und am Ende hat man etwas, was tatsächlich mehr Morbidität und mehr Schwierigkeiten verursacht. Die Katze jagt mit einem solchen Impfstoff immer hinter ihrem Schwanz hinterher. Wir entwickeln einen Impfstoff mit dem aktuellen Stamm von Covid-19, dann entwickelt der sich durch die Impfung zu etwas, was virulenter und pathogener ist, und dann müssen wir einen neuen Impfstoff entwickeln. Diese Spirale geht so weiter und wir bekommen immer mehr pathogene Formen von Covid-19. Then we have to come up with a new vaccine, and we continue to chase our tail, and we get more and more pathogenic forms of Covid-19. This has been shown in animal studies. Das hat sich in Tierstudien mit Impfstoffen gezeigt, die in der Übertragung nicht verhindern, die zwar Symptome unterdrücken und die Symptome verhindern, aber die Übertragung nicht. Dies führt dazu, dass sich das Virus weiterentwickelt. Anstatt weniger pathogen zu werden und weniger Schaden anzurichten, geht es in die entgegengesetzte Richtung und fängt an, mehr Schaden anzurichten, weil es erlaubt, diese pathogeneren Stämme in Menschen zu kultivieren, die eine Art von Teilimmunität haben. Jetzt habe ich Ihnen eine Menge Wissenschaft zugemutet. Vielleicht können wir es durch eine Reihe von Fragen aufschlüsseln, aber die Kernbotschaft ist, dass wir uns selbst keinen Gefallen tun, wenn wir eine Impfung einführen, die Übertragung nicht verhindert. Aber genau das tun wir möglicherweise mit diesen aktuellen Versionen des Impfstoffs. Ich sehe Leute sagen, ich hoffe, dass es die Übertragung unterbindet. Aber sie wissen es einfach nicht wirklich. Aber wenn der Impfstoff das nicht tut, dann werden wir gefährlichere Versionen des Virus erschaffen. Right. So one of the questions would be, verstehe. Eine der Fragen wäre also, wie wahrscheinlich ist es, dass diese asymptomatische Ausbreitung eine Folge dieses Impfstoffs ist?
Was mich daran erinnert, dass auch früher bei der Impfung gegen, ich glaube, es waren Masern, etwas Ähnliches passierte, wo sich gezeigt hat, dass die Fälle, die als Ausbrüche gemeldet wurden, wahrscheinlich von Menschen verursacht wurden, die geimpft waren und die das Virus weiterverbreitet haben. What we saw in the vaccination for, was it measles or something, where it has been shown that those cases which had been. Ähnlich war es doch auch bei Polio, wo weltweit viele Infektionen auf geimpfte Personen zurückzuführen waren. Das ist also gar nicht ungewöhnlich, oder? The disease very much so with also even I think even polio is a case where many cases of polio which have been reported all over the world have occurred from people who had been vaccinated. So this isn't very unusual at all, is it? No, it's not unusual at all. I think nein, es ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Ich denke, eine bessere Parallele ist das, was mit dem Keuchhusten-Impfstoff passiert ist. Gewöhnlich wird der Keuchhusten-Impfstoff als eine Kombination aus Diphtherie, Tetanus und azellulärem B-Pertussis gegeben, wobei der Keuchhusten-Impfstoff nicht den ganzen B-Pertussis-Organismus enthält, sondern nur einen kleinen Teil des Organismus. Dies erhöht die Immunität, erzeugt jedoch asymptomatische Keuchhustenträger, die keine Symptome haben, aber den Keuchhustenerreger in sich tragen und sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen mit Keuchhusten anstecken können. Die große Sorge gilt Babys, die noch nicht geimpft sind, wenn sie mit jemandem in Kontakt kommen, der geimpft wurde und ein asymptomatischer Keuchhustenträger ist. Ich denke, das ist die wirklich bessere Parallele. Es wurde gezeigt, dass in großen Populationen von vollständig geimpften Personen viele trotzdem an Keuchhusten erkrankten. Ich habe die Sorge, dass dasselbe mit dem Covid passieren könnte. Wir sehen bereits Vorfälle, bei denen Menschen, die gegen Covid-19 geimpft sind, sich danach infizieren und krank werden. Also wissen wir, dass es einen unvollständigen Schutz bietet. Das ist der Fall. Und die Evolution des Virus könnte es unter diesen Umständen viel schädlicher machen. You know, and obviously the evolution of this virus then could make it much more detrimental. Now from the point of policy and decision making. Aus der Perspektive eines Politikers, der Entscheidungen treffen muss. Wir sind da, wo wir jetzt sind. Was wäre Ihr Rat an die Regierungen? Was kann man tun? Was wäre der Rat an alle Bürgerinnen und Bürger, die dieses Interview sehen oder hören und zum Telefon greifen und mit ihrem örtlichen Abgeordneten sprechen wollen? Was könnte man denen sagen? Wir haben diese Impfstoffe überstürzt auf den Markt gebracht. Wir sind viel zu schnell durch die Phase der klinischen Studien geprescht, um diese Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Alle Verantwortlichen handelten, als ob eine Impfung eine Art magische Pille ist, die alles in Wohlgefallen auflöst. Aber das ist einfach nicht der Fall. Es ist bereits nach den ersten Informationen klar, dass das nicht der Fall sein wird. Daher denke ich, was wir unbedingt tun müssen, ist innehalten. Diese Impfstoffe wurden viel zu früh auf den Markt gebracht und wir hatten keine verlässlichen Informationen in Bezug auf die Frage, ob sie die Übertragung verhindern, ob sie eine Langzeitimmunität bewirken. Wie tritt die Immunität auf? Möglicherweise bekommen wir sogenannte neutralisierende Antikörper sofort nach der Impfung, was eine gute Sache wäre. Aber wie lange sie bestehen bleiben, ob sie für längere Zeiträume bestehen bleiben, wissen wir nicht. Ob die Impfstoffe wirksam sind, selbst nur 2 Monate nach der zweiten Impfung, wissen wir auch nicht. Deshalb denke ich, dass wir es wirklich sehr eilig hatten, diese Dinge auf den Markt zu bringen. Ich verstehe, dass die Leute ungeduldig sind. Ich verstehe das wirklich. Ich denke, dass es politische Fehlentscheidungen gab mit den Lockdowns, unter denen wir nun leiden. Ich sollte nicht sagen, dass ich leide, denn ich habe meinen Job nicht verloren. Meiner Familie geht es gut, was das Einkommen angeht, aber andere Leute leiden unter den Auswirkungen des Lockdowns, die einfach extrem verheerend sind, extrem schädlich. Meiner Meinung nach wurden diesbezüglich Fehler gemacht. Aber einen Impfstoff überstürzt auf den Markt zu bringen, ist nicht die Antwort.
Es ist absolut keine geeignete Antwort, irgendetwas mit einem Etikett zu versehen, als ob wir einfach unseren Zauberstab schwingen und dieser Impfstoff Covid verschwinden wird. Und es ist wirklich ironisch, dass ausgerechnet China jetzt eine Warnung über mindestens einen der Impfstoffe herausgegeben hat und eine Pause verlangt, weil zumindest in Norwegen, wenn nicht sogar anderswo, dort eine Ursache für Todesfälle war. Ausgerechnet China, das Land, von dem wir die Blaupause des Lockdowns übernommen haben. China has been the country which we took the blueprint of lockdown from in the first place. That is correct. You know, we're seeing. Das ist richtig. Es gab diese Warnung aus China. Es gab aber auch den Rückruf einer bestimmten Charge des Moderna-Impfstoffs, die in einer Klinik in Kalifornien verteilt wurde, wo es eine Vielzahl von schweren unerwünschten Nebenwirkungen gab. Eine ziemlich große Gruppe von Menschen hat eine Art von Anaphylaxie erlitten. Vielleicht keinen vollständigen anaphylaktischen Schock, aber das, was wir eine anaphylaktoide Reaktion nennen. Jetzt ist entschieden worden, diese bestimmte Charge dieses Impfstoffs zurückzurufen. In den Vereinigten Staaten sind bislang 66 Menschen an einer schweren Nebenwirkung eines Covid-Impfstoffs gestorben. Wir sehen also viele Zwischenfälle und wir sehen viele Beteiligte, auch die Chinesen, die jetzt sagen, hey, wir müssen es langsamer angehen lassen, wir müssen das überdenken. Das finde ich ermutigend, aber ich habe immer noch mit der Tatsache zu kämpfen, dass viele meiner Freunde und Kollegen darüber nachdenken, sich diesen speziellen Impfstoff geben zu lassen. Und ich sehe einfach nicht das Sicherheitsprofil, das es rechtfertigen würde, das zu tun. My colleagues are contemplating getting this particular vaccine, and I just don't see the safety profile that would merit doing that. Right. Yeah, that's a very, very. Das verstehe ich. Es ist eine sehr, sehr seltsame Sache, die da passiert. Die Leute wurden regelrecht einer Gehirnwäsche unterzogen oder sie wurden auf eine so gewaltige Art und Weise über die Gefahren von Covid-19 indoktriniert. Natürlich ist das SARS-CoV-2 ein Erreger. Nun ja, ich sage natürlich, aber ich bin allerdings kein Wissenschaftler und ich habe selbst nicht daran gearbeitet. Aber ich verstehe, dass Covid etwas ist, das ernst genommen werden muss für eine bestimmte Gruppe von Personen, die Probleme haben können. Doch im Großen und Ganzen ist durch die Arbeit von John Ioannidis, der viel darüber veröffentlicht hat, und auch andere, im Großen und Ganzen sehen wir, dass es keine außergewöhnliche Übersterblichkeit gibt. Die Grippe ist verschwunden. Warum also sind wir immer noch so in Panik? Why are we still panicking as much as we do? I wish I had a good answer for that. Ich wünschte, ich hätte eine gute Antwort auf diese Frage. Ich habe einige Antworten im Kopf, die wahrscheinlich eher politisch als wissenschaftlich begründet sind. Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass wir uns jetzt in diesem Schlamassel befinden. Hier in den Vereinigten Staaten ist es fast zu einer patriotischen Pflicht geworden, sich gegen Covid impfen zu lassen. Viele Leute posten in den sozialen Medien, dass sie sich im Namen der Wissenschaft, im Namen der Gesellschaft impfen lassen. Ich würde mir wünschen, dass diese Menschen innehalten und einen Schritt zurücktreten. Es ist mir wichtig zu betonen, dass Wissenschaft keine Religion ist. Wir machen keine Dinge im Namen der Wissenschaft. Wissenschaft basiert auf Daten. Die können sich ändern. Niemand hat die patriotische Pflicht, einen Impfstoff zu nehmen, der schlecht getestet wurde. Es ist nicht meine patriotische Pflicht, einen Impfstoff zu nehmen, der mit einer großen Anzahl von Nebenwirkungen in Verbindung gebracht wird. Das ist absurd. Aber leider ist es die Art des Denkens, die sich durchgesetzt hat. Und ich fürchte, dass dieses Denken nicht nur in den Vereinigten Staaten vorherrscht. Ich fürchte, es ist weltweit vorherrschend. And but unfortunately, that's the type of thinking that has prevailed, and I think that thinking is not unique to the United States. I think it's worldwide. Ich möchte Sie nicht zu lange aufhalten, aber vielleicht ist es ein guter Weg, dieses Gespräch, für das ich sehr dankbar bin, zu beenden, indem ich noch einmal darauf hinweise, dass dies in gewisser Weise der Punkt ist, an dem wir angefangen haben. Dass die Sicherheit von Impfstoffen ein Resultat von Bemühungen ist, die unternommen werden sollten, um die Annahmen und die Ausgangshypothesen wirklich zu testen. Aus verschiedenen Gründen
Viele davon waren wohl Gründe des wirtschaftlichen Profits, der Macht und der Kontrolle, ist das sehr oft nicht geschehen, wie viele Beweise gezeigt haben. So ist es zu unnötigem Leid von Menschen gekommen, die wie ihr Sohn vorher völlig gesund waren und die durch Impfstoffe Schäden erlitten haben, wie ihr Sohn sie hat. Deshalb ist es ein guter Weg, das Publikum nochmals zu ermutigen, sich die Dokumentarfilme anzusehen, an denen sie mitgewirkt haben und zu denen sie beigetragen haben. And therefore, it is a good way to really again encourage people to watch the documentaries, which you've been part of and contributing. Dies sind die Filme Vaxxed, Vaxxed 2 und 1986 The Act. Wir werden natürlich alle relevanten Links in den Shownotes zu diesem Interview zur Verfügung stellen. Gibt es etwas, das Sie von Ihrer Seite hinzufügen möchten, Brian? Etwas, das wir noch nicht besprochen haben und das erwähnenswert erscheint von Ihrer Seite aus? Ich bin Ihnen dankbar für die Gelegenheit, diese Informationen zu teilen. Es ist ein entscheidender Zeitpunkt, in dem die Menschen selbst die Beschäftigung mit diesen wissenschaftlichen Fragen und Erkenntnissen suchen und nützen sollten. Und ich möchte auch aus einer sehr persönlichen Perspektive sagen, dass Impfschäden ein echtes Problem sind, dass sie nicht selten sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass in den USA etwa eine von 39 Routineimpfungen zu einer ernsthaften Nebenwirkung führt, die ein lebensveränderndes Ereignis sein kann. Es ist nicht selten, dass so etwas passiert. Sie wollen dieses Risiko nicht mit ihren Kindern eingehen. Sie wollen das Risiko nicht mit ihrer eigenen Gesundheit eingehen. Ich rate zu großer Vorsicht. Ich empfehle auch, dass Sie sich fragen, aus welchem Grund Regierungsmitglieder und Bundesbeamte Ihnen sagen, dass Sie diese bestimmte Substanz in Ihren Körper spritzen müssen. Wenn Sie wissen, dass Sie gesund sind, aber auch wenn Sie nicht gesund sind, fragen Sie sich, warum dieser oder jene Politiker Ihnen sagt, dass sie das tun sollen. Ist es wirklich ein guter Grund für mich persönlich? Ist es wirklich ein vernünftiger Grund für die Menschen in meiner Familie, die von mir abhängen? Treffen Sie Ihre Entscheidung auf dieser Grundlage, anstatt auf Ihre Entscheidung auf die Grundlage von Stellungnahmen in Talkshows oder auf sozialen Medien zu treffen. Und ich ermutige Sie auch dazu, die Studien selbst zu lesen, die Wissenschaft zu lesen, die Wissenschaft zu hinterfragen. Wissenschaft ist kein Hexenwerk, was nur Leute verstehen können, die einen Doktortitel vor und Buchstabensuppe hinter ihrem Namen haben. Jeder sollte in der Lage sein, das zu lesen und zu verdauen und zu verstehen, was genau in den eigenen Körper gelangt. Everybody needs to be able to read and digest and understand this is what they're putting into their bodies. Right, thank you very much, Brian Hooker. Vielen Dank, Brian Hooker. Lassen Sie mich ergänzen. Sie sind im Vorstand einer Organisation, die sich sehr für die Freiheit der Entscheidung in Fragen persönlicher Gesundheit und besonders für die Sicherheit von Kindern einsetzt. Das ist Children's Health Defense. We now in Europe have also. Es gibt jetzt auch hier in Europa einen Ableger von Children's Health Defense, childrenshealthdefense.eu, der hier dieselbe Arbeit machen wird, welche in den Vereinigten Staaten schon lange läuft. Wir sind sehr, sehr glücklich, diese Organisation hier in Europa zu haben, die aktiv für die Gesundheit unserer Kinder und für unser allgemeines Bewusstsein und die gesundheitliche Freiheit in Europa arbeitet. Super. I'm very excited about that. I'm very excited. Super. Das ist toll. Ich freue mich sehr darüber, dass CHD sich nach Europa ausbreitet. Die Personen, die dort für Sie arbeiten, arbeiten schon lange in den verschiedenen Ländern an diesen Themen. Aber das hier ist nun eine gebündelte Anstrengung und ich denke, es wird sehr spannend und sehr wirkungsvoll sein. Right.
Vielen Dank, Dr. Brian Hooker, für dieses sehr angenehme und informative und wichtige Interview. Vielen Dank. Alles Gute.